Als ob die Verletzungssorgen bei Rapid noch nicht groß genug wären, muss Didi Kübauer gegen Sturm auch noch den Torhüter austauschen. Tobias Knoflach ersetzt Richard Strebinger, der unter Rückenschmerzen leidet. 25 Minuten lang tut sich im fast leeren Allianzstadion nichts. Dann dieser etwas unmotivierte Abschlag von Siebenhandel genau zum Gegner und dann geht's ruckzuck. Taxi Funtas in den Lauf von Kelvin Arase und es steht 1:0. Eigentlich ein zweifacher Fehler von Jörg Siebenhandel. Nicht nur dieser Abschlag, der nicht platziert genug ist, direkt auf dem Kopf von Thorsten Schick landet, sondern hier läuft er unnötigerweise heraus, will wohl seinen Fehler gut machen vom Abschlag. Und das war genau die falsche Idee. So war es für Kelvin Arase nach dem wunderbaren Zuspiel von Taxi Funtas. Ein leichtes, den Ball am Goalie vorbeizuspielen zum 1:0. Und Siebenhandel hadert dann offenbar auch mit sich selber und ist nicht konzentriert genug. Hier passt das Timing nicht beim Herauslaufen gegen Stefan Schwab und beinahe das 2:0, 3 Minuten später. Riesenchance von Christoph Knasmüllner. Die Flanke von Stojkovic, Schwab gewinnt das Duell mit Siebenhandel und dann Arase auf Knasmüllner. Der Ball wird noch leicht abgefälscht, deshalb Eckball durch Thorsten Schick. Der Ball kommt zu Arase und der Doppelpack ist perfekt. Innerhalb von 3 Minuten erzielt der 21-jährige Kelvin Arase 2 Treffer. Sturm befreit sich nicht richtig. Der Kopfball landet da bei Lubitsch. Der verliert das Duell mit Funtas, wie wir gleich sehen werden. Und zwar hier Röcher war es, der den Ball per Kopf versucht zu befreien. Und Funtas mit dem 2. Assist. Arase mit dem 2. Treffer. Weiter geht's mit guten Angriffen von Rapid. Wieder gute Möglichkeit von Christoph Knasmüllner. Das lange Eck wäre wohl die bessere Option gewesen. Und Taxi Funtas mit dem nächsten Sitzer, den er hier auslässt. Kaum eine Möglichkeit, kaum eine Chance von Rapid. Ohne der Beteiligung von Taxiachis Funtas. Knasmüllner kann den Nachschuss auch nicht im Tor unterbringen. Überraschenderweise wird dann der Mann der ersten Hälfte zur Pause rausgenommen von Didi Kübauer. Er bringt Koya Kitagawa anstelle von Doppeltorschützen Arase. Und bei Sturm kommt Philipp Husbeck rein. Er setzt den mit Gelb vorgewandten Vincent Trummer. Und Koya Kitagawa tritt gleich in Erscheinung. Wunderschönes Zuspiel erneut von Taxi Funtas. Kein Abseits von Kitagawa, aber Jörg Siebenhandel macht da einiges wieder gut. Mit dem Fuß ist er ganz sicher einer der Besten in der Liga. Weiter Abschlag von Emanuel Sakic. Röcher leitet weiter auf Despodov, der plötzlich auf und da vorne ist. Aber Leo Greimel, der in der Innenverteidigung Christopher Thibon ersetzt, macht das wunderbar, läuft mit, Despodov zögert und deshalb kommt der Greimel noch ran. Hier ist es wunderbar zu sehen, hat eigentlich einen ordentlichen Rückstand aufgerissen, aber Despodov zögert beim Abschluss und das nützt der 18-jährige Innenverteidiger gut aus. Den Rest erledigt Tobias Knoflach. Es sollte die einzige Topchance vom Sturm im gesamten Spiel bleiben. Dann dieser Fehler von Spendelhofer. Der eingewechselte Dejan Petrovic auf Funtas. Siebenhandel spielt zwar den Ball, aber er räumt auch den Griechen ordentlich weg. Und Schiedsrichter Sebastian Gieshammer entscheidet auf Elfmeter für Rapid in der 70. Spielminute. Stefan Schwab führt den Elfmeter aus, der durchaus berechtigt war. Und der zimmert die Kugel rein zum 3:0. Toller Treffer des Kapitäns. Ab ins Kreuzeck damit wird sich wohl Stefan Schwab bei seinem 6. Saisontreffer gedacht haben. Immerhin auch schon das 55. Bundesligator des Salzburgers. Die Angriffe von Sturm Graz sehen in der 2. Hälfte meist so aus. Gefällig, aber es fehlt irgendwie der Punch, der Nachdruck. Dieser Schuss von Otar Kitaschwili verfehlt das lange Eck. Besser Rapid und zwar deutlich besser. Stojkovic auf den jungen Yusuf Demir und der bereitet zum ersten Mal in der Bundesliga einen Treffer vor und zwar für den Mann des Spiels, für Taxi Funtas. Kleiner Schönheitsfehler, Funtas eigentlich im Abseits
ganz knappe Geschichte übersehen vom Schiedsrichterassistent Roland Riedl. Der Treffer zählt zum 4:0 in der 78. Spielminute. Yusuf Demir ist erst vor ein paar Tagen 17 Jahre alt geworden, verzeichnet also seinen ersten Bundesliga-Assist. Trotz 7 verletzter Kaderspieler zeigt Rapid eine starke Reaktion auf den Fehlstart und besiegt Sturm mit 4:0. Für die Grazer werden die Chancen auf Europa immer kleiner.